Der Ort Delphi, die Pythia, die Orakelt. Sie weissagt. Und auch da sehen wir wunderschön, es gibt eine Mitte. Diese Kraft berührt sie mit ihrem Fuß. Seht ihr das? Da, wo ich meine Maus drauf habe. Seht ihr eigentlich meine Maus? Ja. Ja? Gut. Sie berührt die Mitte. Sie berührt den Ursprung. Und aus diesem heraus hat sie ihre Schale. Wir wissen nicht, was sie alles noch hatte. Rauch und Kräuter und so weiter. Aber aus dieser Schale empfängt sie etwas und weissagt daraus. Da ist es auch schön so beschrieben, dass es, oder kann man es auch schön sehen, dass es oft als weiblicher Aspekt dargestellt wird. Und da meine ich nicht mit Frau oder Mann, sondern Prinzipien. Man könnte auch sagen, das Yin und Yang. Das Yin, das einen Ursprung hat und Yang auch einen Ursprung. Und trotzdem haben sie etwas, wo sie gemeinsam haben. Das Yin empfängt, taucht ein in das Seiende und gibt es dem Yang weiter, der es dann in eine Tatkraft bringt. Wir können aus solchen Bildern viel lesen in der Symbolkraft. Leider ein bisschen unscharf, aber ich fand es trotzdem so wunderschön. Bildnis ereilte von Adam und Eva. Auch wieder viel Symbolkraft drin. Wir sehen auch hier wieder Bereiche im Körper, da kommen wir nachher noch dazu, wo wie was Mittiges, wo ist denn die Mitte, ist auch eine große Frage, die wir bewegen. Ist jetzt Herz die Mitte oder ist Bauch oder Hara oder Tian Yen die Mitte? Was hier aber auch spannend ist, wieder eine Mitte, der Baum der Erkenntnis. Und daraus steigt eine Kraft empor, die sich wieder dem Weiblichen zuwendet. Jetzt ganz unabhängig von der Geschichte von Adam und Eva, die man in verschiedenen Aspekten deuten könnte. In den älteren Darstellungen von Eva und Adam, also in den älteren, das heißt in den so späteren Darstellungen, ist es besser gesagt, kommt die Schlange meistens von oben. Je älter die Darstellungen sind von Adam und Eva, also von da kommt die Schlange immer von unten. Je später sie sind, kommt die Schlange von oben. Auch spannend. Hier kommt sie von einer Tiefe, da von etwas Himmlischem.